jetzt auch nicht weitergehen mit dieser verfehlten antideutschen Politik. Es darf nicht weitergehen mit einer komplett verfehlten Asylpolitik. Denken Sie dran, es ist 5 vor 12 und fast nicht nur 5 vor 12, wir nähern uns einem Zeitpunkt bei oder nach 12. Sie können jetzt noch etwas ändern. Gehen Sie am 22. September zur Wahl. Wählen Sie Deutsch, wählen Sie National, wählen Sie die NPD. Hallo Erlangen, ich heiße euch herzlich willkommen zur Kundgebung der Nationaldemokratenpartei Deutschland im Rahmen der Deutschlandfahrt. Ich freue mich, dass ich hier Bürger von Erlangen begrüßen kann, aber auch ein kleines Häuflein geistig verhörter linker Chaoten. Seid dann Leute, BRD, Wohlstandsfenster, gemeinsam mit arbeitsscheuem Gesinde, was sich heute hier versammelt hat. Wir sprechen Klartext, wenn es von der Ausverkaufsdeutschen treffen, die Globalmacht des internationalen Großkapitals oder den grünen Volkszug geht. Wir Nationaldemokraten sind die Partei, die Interessenvertreter all derer Deutscher, die heute noch Deutsche sein wollen. Die NPD ist die Partei, die für ein sauberes, ein anständiges, ein nettes, ein sozialgerechtes, vor allem aber ein deutscheres Deutschland eintritt. Sie haben gezeigt, dass die Deutschen, wenn sie losgeraten, die bei Hochwasserflut zusammenhalten und zusammen anpacken. Und diese Hochwasserflut haben wir wieder gemeistert. Die Asylantenflut steigt leider weiter an und die können wir leider nicht so von höher vor Ort lösen. Deswegen müssen wir anstehen Deutschen zur Landtagswahl am kommenden Sonntag und zur Bundestagswahl am 2. September unbedingt national wählen, damit wir diese Asylantenflut gemeinsam stoppen können. Schön, euch hier willkommen zu heißen bei der Kundgebung der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands. Ich freue mich, dass sich Bürger der Stadt eingefunden haben, aber auch, dass sich der linkskriminelle Pöbel es hat nicht nehmen lassen, hier zuzuhören. Hört gut zu, ihr könnt eine Menge lernen, um eure verkrustete linksradikale Ideologie noch einmal zu überdenken. Ihr seid die wahren Meinungsfaschisten in diesem Lande. Ihr tretet Demokratie und Rechtsstaatlichkeit mit den Füßen. Und ich denke, jeder